Leute. Heute testen wir eine Sprach-App aus, die nennt sich hier Duolingo. Hier kann man kostenlos eine Sprache erlernen. Wollen wir gleich loslegen. Hier in der Leiste suchen wir erst unsere Sprache aus. Das ist in dem Fall Deutsch oder German. So, hier können wir aussuchen, was unser Ziel ist, also wie lange wir pro Tag üben wollen. Wir fangen mal mit 5 Minuten an. So, hier wird dann gefragt, ob wir Beginner sind oder kein. In dem Fall sind wir Beginner. So, which of this is man? Also in Deutsch heißt man Mann, ganz einfach. Yeah, weiter geht's. So, which of these is boy? Boy in Deutsch heißt Junge. Yeah. So, wir sollen das übersetzen. Und zwar Frau. Frau, aber eben gerade, heißt Woman in Englisch. Yeah. Ein Mann. So, ein Mann heißt auf Englisch a man. Ganz einfach. Yeah. So, jetzt sollen wir das den ganzen Spaß reinsprechen. Versuchen wir es mal gleich. Erlauben. So. Frau. Funktioniert ganz gut. Okay. Jetzt geht's weiter. Mal eine Frau, ganz einfache Woman. Yeah. Ich bin ein Mann, ganz einfach, ist Englisch. I am a man. Ups. Geht doch. So. Take the pairs. Also wir sollen jetzt Paare suchen. Ganz normal, Junge heißt Boy. Mann heißt Man, Frau heißt Woman. Ist noch irgendwas? Achso, bin und So, keine R. So. Geht doch. How do you say am? Das ist ja abgeleitet von ich bin, deswegen am und bin zusammen. Translate the sentence, ist Junge, ganz normal, Boy. Also es gibt hier viel Wiederholung, sagen wir es mal so. Serious, ausprobieren, 15 Minuten pro Tag und als Nicht-Beginner starten, weil als Beginner kommt sehr viel Wiederholung und eigentlich ziemlich das Gleiche dran, deswegen probieren wir es mal. Also wir sollen jetzt den oberen Satz hier auf Englisch ins Deutsche übersetzen und wenn man hier auf ein Wort klickt, kommt eine Stimme, die das Wort, das du angeklickt hast, laut vorliest. Das ist eigentlich sehr gut für die Sprache lernen wollen, damit sie ungefähr ein Gefühl haben, wie erstmal die deutsche Sprache klingt und auch die Aussprache ein bisschen lernen können. Von den Wörtern. Also ich bin ein Junge und du bist ein genau das gleiche, nur mit anderen Wörtern mal diesmal. Deswegen, the boy is eating pizza and the dog is eating rice. Was eigentlich sehr komisch ist, aber naja, wir übersetzen das mal. Der Junge isst Pizza und der Hund frisst Reis. Noch den Satz hier, it is easy, es ist einfach, korrekt, so we don't know the beer, du kennst keinen
Buch. Also die richtige Antwort wäre, du kennst den Bär nicht. Ich habe das ein bisschen falsch gemacht, deswegen wird das dann im späteren Verlauf, wird man das wirklich sehen können. Ich mag Blumen. Das ist auf Deutsch. Es wird halt uns jetzt diktiert und wir sollen das jetzt auf Deutsch nochmal schreiben. Deswegen. Die Blumen sind schön. Hier hat man zwei Auswahlmöglichkeiten. Einmal die Blumen sind schön. Standardtempo und langsam. Die Blumen sind schön. Eigentlich sehr gut für Anfänger, wenn die halt noch kein Gefühl haben und gerade das lernen wollen. Also jetzt noch ein, also jetzt sind es nur Wortgruppen, every door and every window, deswegen übersetzen wir das mal ganz schnell in Wörtern hier unten, also jede Tür, jedes Fenster. Ja, also ein Training, sagen wir es mal so, erfolgreich erledigt hat, kriegt man immer so Diamanten, davon kann man sich halt was Schönes holen im Spiel. Also hier ist das, hier kriegt man halt Belohnungen, wenn man das richtig macht. So. Meiner Meinung nach ist Duolingo eigentlich eine sehr gute App, weil man erstmal als Anfänger sehr gut mit der Sprache zurechtkommt, weil man halt einzelne Vokabeln lernt und auch schon übt, wie man die in den Sätze einfügt. Und ja, ich würde es für jeden Neuanfänger empfehlen.